Hi, schön, dass du da bist. Heute gucken wir mal wieder, ob wir einen Glurak fangen können. Diesmal aber hier in TCG Live, also in Pokémon TCG Live, ganz klar. Und dafür haben wir jetzt hier 10-mal strahlende Sterne oder auch Brilliant Stars im Englischen. Und da gibt es ja natürlich wirklich schicke, schicke Glurak-Karten. Ist halt die Frage, können wir in 10 Packungen vielleicht eine davon abkriegen oder vielleicht was anderes heute? Schauen wir mal. Es gibt ja hier, zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier noch öffne, nur 5 Karten. Das soll wohl in einem neuen Patch sich ändern. Rasladero, letzte Karte. Ach, Luxtar, okay. Der erste Packung ist immer nicht ganz so einfach. Ne? Ist logisch. Wir nehmen die nächste. Passt schon. Auf jeden Fall soll es wohl in Zukunft, wie gesagt, hier dann doch 6 Karten geben, was ich auch ganz cool finde. Hier haben wir auf jeden Fall jetzt hier. Ist das ein Rare? Nee, doch nicht. Ein Electek und ein Panferno. Okay, okay, bis jetzt noch nicht so pralle Sachen gezogen. Und das ist halt eben so, ne? Manchmal hat man Glück, manchmal nicht. Vielleicht kriegen wir heute noch Glück. Ein Libeldra, 7 Packungen haben wir noch. Oh, das geht hier so schnell, ne? Zack, zack, zack. Ziehen wir was Ordentliches oder nicht. Ein Zwürfaust, die Trainerkarte. Ist ganz schick. Jetzt nicht unbedingt, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt so spielstark ist. Habt ihr noch nicht so ein Deck gesehen? Glaube ich eher nicht. Aber zur Not können wir ja auch das Ganze in Kristalle umtauschen und dann gucken, dass man da irgendwas anderes Schickes bei eintauscht. Bis jetzt also nur eine Trainerkarte und dabei haben wir schon 5 Packungen geöffnet. Jetzt ist natürlich die Frage, sind die restlichen 5 Packungen, ne, da sind jetzt die Hits versteckt. Ne, ganz klar, Brilliant Stars gönnt ja immer. Ne? Ah gut, fast. Da war nochmal eine Zwölf-Faust, aber halt die normale Rare und nicht die Trainer-Variante. Eine Doppel-Turbo-Energie, da wird auch einiges in Kristalle umgewandelt. Mann, also die Pullrate ist aber auch hier wirklich gerade schlecht, ne? Für die 10 Packungen, die wir haben. Komm schon, da ist noch was drin! Holy moly, da ziehen wir tatsächlich dann doch noch was richtig Schickes. Eine Gold Secret Rare fließender Angriff, voilà, so V-Max. Holy moly, okay, das ist natürlich ein ordentlicher Hit. Und dahinter noch ein Arceus V-Star. Okay, das ist die Packung, auf die wir gewartet haben. Großartig. Das war wirklich, das war nice. Auf sowas habe ich gehofft. Das ist zwar natürlich wieder mal hier kein Glurak dabei, aber dafür 2 andere riesige Hits. Das ist schon super. Mal gucken. Last Pack Magic. Wird es gut, wird es nicht gut? Ein Like für dieses Video hilft vielleicht. Ihr habt nicht geliked. So ein Quatsch, ne? So, aber wir haben 2 andere Karten gezeigt. Ja, gezeigt, gezogen. 2 schicke. Und das macht mich sehr glücklich. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, dieses kleine, aber feine TCG Live Opening. Und ja, dann sehen wir uns wahrscheinlich wieder beim nächsten Mal, ne? Ciao, ciao.